hast du uns auch mal wieder. Siehst echt Granate aus. Ja, danke schön, danke schön. Heiser Scheiß, hallo und herzlich willkommen zu einem... Als hättest du deine Lumpener Leiche abgenommen und draufgekotzt. Ja, so ungefähr war's. Und jetzt verpiss dich. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Popeci. Die labern hier ständig einen Stuss und Käse. Schicke Rüstung hast du da an. Dankeschön. Sieht aus wie... Moment. Ein echter Ranger? Ajo. Willkommen in Wellspring. Ja, gerne. Was kriege ich hier als Gastgeschenk? Bist du das, Oma? Mir ist was in die Augen geflogen. Oma, ich gebe dir gleich Oma, ich bin ein Opa noch nicht mal. So. Was haben wir hier? Oh, guck mal, so ein kleiner Bub. Nee, doch nicht. Es sah gerade eben so aus, als wenn es ein kleiner Bub wäre. Oh, wer bist du denn? Beeindruckend. Und Schulterpropeller. Hier läuft wieder Gesocks rum. Diese Goon-Squad-Arschlöcher sind die schlimmsten. Bitte. Diese toten Augen? Wer hat denn da hinten muss ich hin. Okay, komm, ich laufe straight hin. Die sind mir ein bisschen so strange hier, die Leute. Aber lustig sind sie. Lustig sind sie. Erzähl mir nicht, dass du dasselbe trägst wie ich. Das ist so ein kleiner Bordertabklatsch, glaube ich. Jetzt ist Schluss damit. Zieh sofort die Klamotten aus und verbrenn sie auf der Stelle. Du hast mich gehört, Bro. Scheißwertig. Wenn hier irgendein Wichser was aussieht, dann du! Hübsch runter mit der Hose und den Tretern und dann draufgepisst und geschissen! Du bist doch selbst keine Granate. Hab gehört, du hast bei Guladis den Grabbeltisch durchwühlt und nach dem billigen Kummel für deinen Arschleder gesucht. Ach ja? Immerhin bin ich nicht zu wenig. Wer hat das Drehbuch hier geschrieben? Wer war das? Alter, was gibt's hier? Schieb dir ein paar Proteine in den Rachen. Frischfleisch! Haha, so nenne ich neue Kunden. Fleisch, weil ich Schlachterin bin, verstehst du? Hast du exotische Fleischsorten für Mary? Oder suchst du gute Ware? Gute Frage, was hast du so im Angebot? Momentan nicht viel. Irgend so eine Riverhawk-Crew blockiert die Route zwischen Laguni und der Secreto-Marsch. Das bereitet uns allen echte Kopfschmerzen. Kommen wir zur Sache. Mutanten-Lebenslöser bringst du zu Cyberdog in Wellspring, um die selbst zu verstärken. Bring mir einen hübschen Kadaver! Ein Wellspring, genau, stimmt. Ein Wellspring haben wir. Ich muss so, Moment. Dahin müssen wir. Müssen wir hier durchlaufen, glaube ich, gell? Ja, ich muss hier durchlaufen. Alter. Hier geht's nicht durch. Der Helm ist cool. Sieht ein bisschen aus wie auch ein Fallout. Hier geht's nicht durch. Hey, Schwachkopf! Die Bürgermeisterin ist nicht zu sprechen. Was? Verpiss dich! Hä, wie soll ich denn da hin? Dieser Kerl wird vielleicht viele von diesen Dingern. Warte, über mit diesen Kerlen. Sogar Spinneneier. Ja, komm her. Alter. Mein Trichterrast ist verloren. Trichterrast ist verloren. Der ganze Ort wurde geplündert. Als ich letzte Woche dort war, war alles noch in bester Ordnung. Jetzt sind sie Beute für die Goonsport. Wie kann das sein? Ich gehe nie wieder dorthin zurück. Niki beschützt mich. Hä, wie soll ich denn da reinkommen? Ein Ranger. Hallöchen. Entsichern, laden und nachladen. Hier gibt's Muni. Ist leicht verwirrend. Wie soll ich denn da hinkommen? Sprich mit der Wache. Ah, jetzt kommt es. Okay. Du, verschwind! Wo ist die Bürgermeisterin von Wildspring? Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Versuch es morgen wieder oder gar nicht. Was? Warum ist etwas passiert? Nein, und so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Ich will doch helfen. Also, wie ich sagte. Fuck. Was war das? Alter.
Krasse Schweine. So, warte mal, euch gebe ich gleich. Euch gebe ich. Alter, ich bin schon wieder. Die schießen mich so schnell runter. Diese Nixkönner. Diese Nixkönner. Oh, ich gebe mich. Warte mal ab. So. Eins, das. Das. Overdrive. Alter, ich komme nicht durch. Jetzt. Sollte da hoch. Solche Schweinchen. Solche Schweinchen. Ich sag's euch. Ich glaube, die werden mit der Zeit auch ein bisschen besser. Oder ich schlechter. Ah, Mann. Da oben ist noch ein Datenpad. Bürgermeisterin Hager, unsere Kundschafter haben beobachtet, wie sich die Immortal Shrouded in den Scrablands niedergelassen hat. Die Frage ist nur, wie sie mit dem Mutanten-Crusher da draußen fertig werden. Mit Sackschädel, dem Peiniger. Er ist bekannt dafür, alles und jeden zu töten, der sich seinem Versteck nähert. Ich habe fast Mitleid mit ihnen. Was? Boah. So. Oh, da sind auch Gegner. Vier? Oh, oh. Da sind auch Gegner. Also da oben geht's gleich weiter. Also vier Gegner zeigt er mir an. Da werden sicherlich mehr sein. Dankeschön. Gut beeindruckend. Gefangen. Kannst du auch eine Kugel fangen? Lucem Helger, Bürgermeisterin Kann von Wildspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ich bin hier wegen Projekt Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Prowley schickt mich. Prowley, wie? Prowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologramm. Ist schwer zu erklären. Ich bin Walker. Der letzte Vineland Ranger. So ist es. Noch mehr Arschlöcher! Da kommen noch welche. Ranger, schalten wir diese Wichser aus, dann reden wir. Machen wir. Alle runterschlucken hier. Wie ist die Lage da unten? Die gleiche. Sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Vielleicht bist du ja doch zu gebrauchen. Da bist du ja. Nicht übel. Wirklich nicht übel. Alter! Aus Vineland? Ich komme gerade erst in Fahrt. Hat es angekommen hier? Alter. Schweinchen. Oh nein, nein, nein. Oh Mann. Die sind auf jeder Seite. So. Ja, komm hier. Das ist, die treffen mich überall, aber ich treffe sie nicht. Eieiei. Hörst du das? Sie sind im Aufzug. Sei bereit. Aufgepasst. Sobald die Tür aufgeht, ficken wir sie in die Steinzeit zurück. Ein Kinderspiel. Nein. Hab ich den free? Boah, sehr schön. Alter, 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 manchmal. So. So. Okay. Feldritt sammeln. Du hast es echt drauf. Das muss ich zugeben. Ja, drauf und runter. Diese Trottel sind Geschichte. Von so einer winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja, reden wir. Alter. Sturmgewehr. Alter, wie viele Datenpads liegen denn hier? Gut, wer es lesen will, kann ja kurz Pause machen.
Aber das sind wir nur am Lesen. So, was haben wir? Alter, schon wieder ein Dach. Cool. Ja gut, es sind ja Missionen, die wir bekommen. Also ich, wenn ich es nicht lese, verlieren wir nichts, sondern wir bekommen einfach eine Mission. So, lesen wir dann zusätzlich Info. Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerter Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas abzuziehen. Clegg Clayton. Clegg. Der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu reißen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst muss ich wissen, wer ihn unterstützt. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Aber das können wir ausnutzen. Wir müssen an ihn rankommen. Sein Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du die Wanze an seinen Computer anbringen. Damit kann ich all seine Daten herunterladen. Ist das die Wer ihn Wanze? Unterstützt, wer die Goon Squad versorgt und wo er die gestohlene Ausrüstung lagert. Clegg Clayton umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen. Sie lungern in seiner Siegerlounge herum. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann schaffst du es auch, diese Wanze anzubringen. Gut, bin dran. Ausgezeichnet. Schnapp dir die Wanze, geh in Cleggs Büro und bring sie an seinem Computer an. Machen wir. Klingt nach einem Plan. Ist ein guter Plan. So. Nehmen wir die Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. So, jetzt habe ich einen Ohrwurm für den Rest des Tages. Dankeschön. Sprich mit dem Türsteher der Siedlerlounge. Siedlerlounge. Siedler. So. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Da sind wir. Ja, also Munition brauchen wir immer noch. Da liegt immer noch eine Hand. Werden die Hand hier. Ach so. Ich habe gedacht, das ist einer von Goons. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Was sind das denn für Rüstungen? Cool. Ich will so eine Rüstung haben. Naja, so einen Hut will ich nicht. Ach, guck mal, Sammelfiguren. Das hört sich irgendwie komisch an. So. Gehen wir in die Richtung. Was geht? Hier. Guerilla Gear. Was ist das hier? Was gibt's hier? Intelligente Lebensform nähert sich. Ich bin bereit zur Lieferung. Gut, lass mich sehen. Ranger befinden sich häufig allein ohne Unterstützung mit der Patrouille, um für mehr Sicherheit vor Ort zu sorgen. Ach so. Die habe ich noch nie genutzt, so eine Geschützdrohne. Deaktiviere Shopping-Interface. Shopping-Interface. Alter, guck mal, was hier an Dynamit. Böller, die hat Böller. Aktiviere. Ich sehe die Kratzspuren. Oh, yeah, baby. Wow. Alter. Degenerierter Spieler bist darum. Und degenerierte Spieler sind in der Lounge nur willkommen, solange sie genug Cola haben. Das ist Clegg Claytons Sieger-Lounge. Du bist kein Sieger, sondern ein Loser, also verpiss dich. Willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Vergiss es. Du kommst hier nicht rein, bist nicht wichtig genug. Lass mich rein, ich bin ein Ranger. Ist mir furz egal. Hier kommt nur rein, wer reich oder berühmt ist. Du bist nichts davon. Komm schon, es muss doch möglich sein. Klar, wenn du gewinnst, kommst du rein. Wie das geht? Gewinne im Mutant Bash TV und beim Chess Car Derby. Werde ein Champ. Kinderspiel für jemand Toughes wie dich, oder? Ist das alles? Jupp.
Wenn du ein Champ bist, gehst du hier ein und aus und triffst den Meister persönlich. Gibt es sonst keinen Weg? Nicht für dich. Was? Ich war doch im Mutant Bash. Fische links. Ich meine ja nur, die sind selbst schuld, wenn sie nicht die Eier haben. Ist es wirklich jetzt so? Ich komme hier nicht rein. Aber ich war noch im Mutant Bash. Ach so. Und bist du am Türsteher vorbeigekommen? Nein. Es gibt einen Weg hinein. Ich muss ein Rennen gewinnen. Champion zu werden sollte kein Problem sein. Dann hoffen wir, dass du es drauf hast. Diese Shows verheizen Leute wie Brennholz. Das ist jetzt die Frage. Chases ist besser als Bash. Habe ich recht? Fische links. Das ist die Frage. Dieses Chases, das ist wahrscheinlich so ein Autorennspiel, ne? Also ein Wettrennen. Autorennspiel. Ein Wettrennen. Vier und nee. Moment, ich muss mal hier auf der Karte gucken. Chases. Wellspring, Cyberdog, Bloody Marys. Wo ist denn der Cyberdog? Ist eine gute Frage. Aber mit Cyberdog können wir auch mehrere Sachen machen. Was bist du? Befeuchtet den Rachen, schmeichelt der Zunge. Ah, dein Atem stinkt 10 Kilometer weit nach Schleimvogel. Geht. Fische links. Hier drüben. Interessiert an einem Söldnerjob? Nein, gerade nicht. Die sucht einen Cyberdog hier. Bin ich ja richtig? Händler Cyberdog. Yes.